Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es einen Guide zum Raid Königsfall. Wir schauen uns die einzelnen Phasen an, die Truhen und wie es halt für einen Guide sich gehört, einfach den gesamten Raid, damit man weiß, wie der funktioniert. Gut, starten wir direkt mit der Eingangsphase. Ist eigentlich relativ simpel. Ihr habt da hinten Statuen, dann habt ihr Items, die ihr aufnehmen müsst, die wir hier gerade aufgenommen haben, und am besten gebt ihr die gleichzeitig bei den Statuen ab, denn ihr habt, wie ihr links seht, einen Timer. Wenn der runterläuft, wenn er ganz unten ist, ist das Item weg und ihr müsst hier 6 Statuen aktivieren. Ich zeige mal ganz kurz mit einem kleinen Lauf, wie das funktioniert. Auf der linken Seite ist es genau das gleiche, das heißt ein Spieler bzw. 2 Spieler gehen nach links, 2 Spieler gehen nach rechts und 2 Spieler bleiben in der Mitte. Jeweils rechts und links wird dieses Item von einem Spieler aufgenommen, am besten gleichzeitig, damit ihr auch gleichzeitig den Timer habt, und die anderen Spieler kümmern sich einfach um die Feinde, machen die Türen auf und auch in der Mitte Feinde wegmachen und Türen aufmachen. Denn wenn ihr das Item aufnehmt, dann spawnen nämlich Besessene und auch besessene Türen, nenne ich sie jetzt mal, und die müssen natürlich weggemacht werden. Dann hier am besten gleichzeitig wieder abgeben und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ich zeige mal ganz kurz, wie das aussieht von der Mitte, wenn ihr die Mitte verteidigt. Ich glaube, die Phasen bzw. die Items holen dürfte klar sein. Ihr habt hier eben besessene Feinde, die spawnen, Türen, die blockiert werden, die ihr aufschießen müsst, und die anderen 4 Spieler, die eben nicht das Item holen, sind einfach nur damit beschäftigt. Dass ich es eben nochmal gesagt habe, ihr habt auf der linken Seite 2 Spieler, einer nimmt das Item, der andere macht die Türen auf und die Feinde weg, rechts genau das gleiche und in der Mitte 2, die eben Türen öffnen und Feinde wegmachen. Und damit ich es noch gezeigt habe, weil es ja eben 6 von diesen Items sind, die müsst ihr dann holen bzw. suchen, die rutschen immer ein bisschen weiter nach hinten, teilweise müsst ihr dann sogar bis in den Raum hinten, hier wo ich jetzt gerade bin, um das Item zu holen und dann die ganze Strecke wieder zurücklaufen. Ja, und im Grunde genommen wäre das auch schon die Eingangsphase gewesen. So funktioniert sie. Items holen, abgeben bei den Statuen, das Ganze gleichzeitig machen und die 2 Spieler, die eben die Items holen, da am besten absprechen, dass ihr das immer schön gleichzeitig aufnehmt und gleichzeitig abgebt. Hier lohnt es sich natürlich ein bisschen mit Heilung zu arbeiten. Das heißt Heilungsgranaten über die Solarfähigkeit, falls ihr euch gegenseitig unterstützen möchtet, damit das etwas einfacher geht. An der Stelle hier müsst ihr dann einfach nur noch Feinde töten, das heißt, wenn ihr die Statuen habt, die Feinde wegmachen, dann geht ein Portal auf. Und hier unten übrigens gibt es Symbole, die ganz am Ende noch Zusatzloot geben, dazu werde ich aber ein separates Video machen, weil es etwas länger dauert. In der Infokarte ist es dann verlinkt, falls ich das fertig habe. Und Zusatzvideo, das hier wäre eine Statue, wo ihr für die boshafte Berührung, für das exotische Scout, in der Infokarte mehr dazu und Review, wie ihr da den Katalysator kriegt über diese Statuen, gibt es auch noch ein Video, wenn das fertig ist, auch in der Infokarte. Gut, das wäre es schon gewesen von der Eingangsphase, so macht ihr das und kriegt den ersten Loot. Und wenn ihr die Eingangsphase durch habt, dann habt ihr hier ein kleines Sprungpuzzle, nenne ich es jetzt mal, da muss ich nicht viel dazu sagen, man sieht hier, man muss über verschiedene, ja, pendelnde Gegenstände springen. Hier dann bei den Schiffen, wenn ihr hier hinkommt, ist es so, dass die Schiffe anfangen sich zu bewegen und die verschwinden nach einer bestimmten Zeit wieder, dann müsst ihr aufs richtige Schiff springen. Braucht ein bisschen Übung, damit man weiß, wo man hinspringen muss. Wenn man das geschafft hat, kommt noch eine weitere Sprungphase. Hier ist es so, dass es sogar noch eine versteckte Truhe gibt, lohnt sich also, die zu holen. Ihr müsst auf die 2 Platten stehen. Dann aktiviert sich nämlich, ich sag mal, das Schiff und die Tür hinten. Ich zeige das hier, die beiden. Und wenn ihr euch umdreht, dann seht ihr, okay, da war vorher ein Schutzschild, der ist jetzt weg, da kann man hin. Anstelle davon, dass ihr aber über die Mitte weitergeht, könnt ihr hier nach links springen, hochlaufen und oben ist eine versteckte Truhe. Denn wenn die anderen 2 Spieler weiterhin auf der Platte stehen, dann geht hier oben eine Tür auf und hinter der Tür ist eben eine Zusatztruhe, eine versteckte Truhe. Es lohnt sich, die zu holen für extra Loot. Gut, wenn ihr den extra Loot habt, könnt ihr noch die anderen 2 Spieler nachholen. Das macht ihr, indem dass ihr auf dieser Seite hier die Feinde tötet und auch hier habt ihr 2 Platten, wo ihr draufstehen könnt, um die ganzen Sachen zu aktivieren. Draufstehen, dann geht die Tür auf und auch die versteckte Truhe. Die anderen 2 Spieler machen das gleiche, was ihr vorhin gemacht habt und dann könnt ihr auch schon weiter. Hier über diesen schönen Scharlift nach oben und dann kommt ihr auch schon zur Glyphenphase. Das wäre dann die Phase 2.
nach dieser Sprungphase. Gut, kommen wir zu der Glyphenphase. Hier habt ihr vier Buffs, zweimal die gleichen, das heißt, hier habt ihr rechts einen Buff und links einen Buff, die braucht ihr für genau die gleiche Sache, denn ihr nehmt das auf und könnt dann zu dem Totem da unten. Das Totem, das versucht euch zu killen, ist ja überhitzt, sage ich mal, und wenn ihr da unten steht mit dem Buff, dann könnt ihr es abkühlen und überlebt in dem Gebiet. Das Totem hat einen Timer drauf, wenn der abläuft, dann verliert ihr natürlich auch den Buff und um den zu verlängern, braucht ihr ein zweites Item. Das kriegt ihr, indem das hier auf diesem Bild rechts oben und links oben eine Hexe tötet, dann spawnt ein besessener Feind. Wenn ihr den tötet, lässt er ein Item fallen und mit diesem Item könnt ihr den Buff tauschen. Wenn man das visuell noch gesehen hat, ich rede von dieser Hexe hier und dann spawnt eben so ein Besessener. Wenn dieser Besessener tot ist, dann gibt es ein Item, das auf dem Boden liegt hier, das man aufnehmen kann. Dieses Item, das braucht ihr eben, um zu tauschen. Vom Ablauf her sieht es folgendermaßen aus. Einer nimmt dieses Item dann auf, geht runter zum Totem, verteidigt da, tötet Feinde. Damit lädt er eine Fähigkeit auf, Kraft der Todsängerin. Jeder Feind, den er tötet, gibt einen Punkt, bis zu 20 stapelbar. Dann tauscht ihr die Fähigkeit mit dem anderen Spieler, der euch ersetzt, eben den Buff oben abgeholt hat. Und mit der Kraft der Todsängerin geht ihr dann zu der Platte in der Mitte, gebt die da ab. Denn ihr müsst die Aufladungen Kraft der Todsängerin in der Mitte immer abgeben, um rechts und links Char-Symbole zu aktivieren. Die fangen dann an zu leuchten und wenn rechts und links alle Symbole leuchten von unten nach oben, dann ist die Tür offen und ihr habt die Phase geschafft. Schauen wir uns aber einen kompletten Lauf an, damit man es mal in einem visuell kompletten Lauf gesehen hat. Nun gut, ich bin der erste Buffträger. Wir haben es in dem Lauf so aufgeteilt, dass es drei Teams gibt. Ein zweier Team, das in der Mitte verteidigt und die zwei anderen Teams, die einfach immer zu zweit durchtauschen. Kann man auch in dreier Teams machen, ist etwas entspannter, da könnt ihr selber entscheiden. Nun gut, mit dem Buff hier unten töte ich Feinde und ihr seht dann links kriege ich Punkte drauf. Kraft der Todsängerin, das heißt jedes Mal, wenn ich einen Feind töte, kriege ich da einen Buff drauf, kann man bis zu 20 aufladen. Habe jetzt zum Beispiel 6, mein Mitspieler hat das Item oben vom Besessenen geholt, hat mit mir getauscht und jetzt macht er das gleiche unten, was ich vorher gemacht habe. Mit meinen 6 Punkten gehe ich hier in die Mitte, gebe die ab und damit lade ich eben die Symbole bei der Tür auf, um das schlussendlich zu öffnen. Ich hole oben das Item, gehe wieder runter, tausche mit meinem Mitspieler, der eben gerade auch wieder aufgeladen hat. Zack. Und jetzt übernehme ich diese Position hier, töte Feinde und lade mein Item bzw. meine Fähigkeit wieder auf, damit ich die wieder beim Symbol oben abgeben kann, um damit die Tür zu öffnen. Dass man visuell noch die andere Seite gesehen hat, zeige ich das hier auch noch schnell. Auf der Seite hier haben wir Besessene, die wir töten müssen. Ansonsten ist es genau das Gleiche. Was sich hier logischerweise empfiehlt, Heilung. Das heißt, spielt hier sehr gerne mit Solar, also Solarfähigkeiten, Heilgranaten oder auch mit Rifts oder auch dem Super Rift, dass ihr im Notfall euch heilen könnt. Schadenstechnisch ist es hier kein Damage-Test, sondern es geht wirklich nur darum, dass ihr im Großen und Ganzen überlebt und in der Mitte die Sachen abgebt. Ein paar Hinweise gibt es hier noch. Ihr solltet einen Mod dabei haben für unaufhaltsame Champions, denn in der Mitte spawnt ab und an ein Oger, den ihr besiegen müsst. Und ansonsten dürfte es relativ klar sein, macht es in Zweiergruppen oder in Dreiergruppen. Entweder verteidigen die Leute in der Mitte, also zwei und rechts und links jeweils zwei, die tauschen, oder ihr macht es über eine Dreierrotation, das heißt rechts laufen immer drei Leute und links laufen immer drei Leute. Macht es so, wie es für euch am angenehmsten ist, könnt ihr auch mal durchwechseln von der Strategie her. Ansonsten wäre das eigentlich auch schon die Phase gewesen. So funktioniert sie, so schließt sie das ab. Nach der Eingangsphase kommt auch schon der Kriegspriester. Hier ist es so, dass wir drei Flächen haben, um das Ganze zu starten. Rechts, Mitte und links. Die Flächen brauchen wir dann auch, um die Schadensphase einzuläuten. Wir haben es so gemacht, dass wir zwei Leute rechts hatten, zwei in der Mitte und zwei links. Jeweils einer pro Seite hat sich immer nur um die Fläche gekümmert, um drauf zu stehen. Und die anderen dann um die Ritter, dazu komme ich dann später noch, da gleich ein bisschen mehr, wie das funktioniert. Wenn wir also alle draufstehen, rechts, links, Mitte, startet das Ganze und es tauchen Feinde auf. Die müssen alle besiegt werden. Wenn das nämlich der Fall ist, dann taucht ein Ritter auf mit einem, so ein Major-Ritter mit drei Lebenspunkten-Balken.
Die müsst ihr rechts, links und Mitte töten. Das ist der, der hier gerade spawnt. Wenn die drei tot sind, an allen Stellen, dann könntet ihr über die Flächen die Schadensphase einläuten, sage ich mal. Wir haben es immer so gemacht, dass wir in der Mitte einen Ritter haben erleben lassen. So konnten wir noch Munition sammeln, ein paar Sachen vorbereiten, falls jemand das gebraucht hat, wiederbeleben. Und wenn alle ready waren, haben wir den dann gekillt und konnten über die Flächen das Ganze aktivieren. Hier ist es so, ich mache an der Stelle mal ganz schnell Pause, dass die Mitte anfängt. Das heißt, der mittlere Spieler, der steht drauf und sieht dann, ob der rechte Monolith, der linke Monolith oder der mittlere Monolith leuchtet. Beziehungsweise, wenn es rechts und links nicht leuchtet, dann ist es die Mitte. Und wenn es rechts oder links leuchtet, dann ist es beim Start an dieser Stelle. In meinem Beispiel jetzt hier würde die Mitte leuchten, weil rechts und links ja nicht leuchtet. Das heißt, ich kann wieder runter von der Platte und ich wäre dann der, der startet. Bedeutet also, ich gehe von der Platte wieder runter. Ich wäre logischerweise der, der startet, gehe also gleich drauf, sobald ich Lebenspunkte regeneriert habe. Gehe drauf und dann sehe ich jetzt hier, rechts geht weiter und als nächstes dann links. Das heißt, ich sage an rechts, der steht drauf. Der rechte sieht dann, dass links weitergeht. Ich sehe das auch, links geht weiter, der geht drauf. Und dann hätte die den Buff, um die Schadensphase einzuläuten. Wie das mit dem Buff aussieht, zeige ich hier mal ganz schnell. Der letzte Spieler, der auf die Fläche geht, kriegt nämlich einen Buff. Das ist der, den ich dann hier gleich kriege. Das ist so eine rote Kuppel und alle, die in dieser roten Kuppel drinstehen, können auf den Boss Schaden machen. Das Symbol links wird gerade angezeigt, das Rot seht ihr und so können wir als Team auf den Boss Schaden machen. Um diesen Buff zu verlängern, gibt es in dem Gebiet jeweils zwei besessene Ritter, die müssen getötet werden. Das zeige ich aufgrund von diesem Beispiel mal ganz schnell. Das heißt, wir machen hier weiter. Mein Mitspieler hat den Buff, geht nach rechts. Alle versammeln sich da, außer ich. Ich töte hier noch diesen besessenen Ritter. Wenn der tot ist, lässt er ein Item fallen, kennt man schon aus der Vorphase. Und ich kann den Buff mit meinem Mitspieler tauschen. Er zählt seinen Timer runter, sagt 3, 2, 1, abgeben. Und dann nehme ich den Buff auf und ihr seht hier, wir haben den Namen des Buffes mal 2 und können so auf den Boss weiterhin Schaden machen. Der zweite Spieler, der den Ritter getötet hat, nimmt mir dann logischerweise den Buff ab und so können wir die Schadensphase über den Zeitraum etwas verlängern. Es gibt 3 Spieler, die sich um die Platten kümmern und dann gibt es 3 Spieler, die sich um die Ritter kümmern. Immer da, wo das Symbol spawnt, also der letzte, der auf die Platte steht, kriegt den Buff und an den anderen 2 Stellen tauchen die Ritter auf. Die für die Ritter abgestellt sind, die Spieler, die kümmern sich dann um die Ritter, holen den Buff und können dann eben durchtauschen. Gut, wenn ihr eine Schadensphase durch habt, dann seht ihr, dass die Kugel in der Mitte leuchtet. Stellt euch hinter diesen Monolithen, hinter diesen Stein, der schützt euch und ihr seht, der ist dann weg. Ihr habt also 4 Schadensphasen, die ihr machen könnt, 3 Monolithen, die euch schützen, müsst also 25% Schaden machen pro Phase mindestens, damit der dann tot ist. Und damit haben wir eigentlich auch die wichtigsten Punkte schon erklärt. Tipptechnisch empfehle ich hier, dass ihr von der rechten Seite startet, das allererste Mal. Das heißt, wenn ihr das erste Mal Schaden macht, startet von ganz rechts, dann Mitte, dann links und dann wieder Mitte. Das hat bei uns ganz gut geklappt. Schaut, dass ihr da einen Heal Rift dabei habt. Das heißt, die Warlocks am besten ein großes Rift stellen. Der Boss schießt ja weiterhin auf euch, dass ihr da noch Heilung habt. Und so könnt ihr die Phase machen. 3 Leute, die sich um die Platten kümmern, 3 Leute, die sich um die Ritter kümmern und eben, es spawnt, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn links das Schadens- oder der Schadensbuff spawnt, dann Mitte und rechts spawnen jeweils die besessenen Ritter. Da kümmern sich dann einfach die Ritterleute drum und der Rest kann schön Schaden machen gehen. Tja, und das ist eigentlich der Kriegspriester, wie er funktioniert. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ihn hinkriegt und wünsche guten Loot. Wir gehen jetzt zur nächsten Phase. Nach dem Kriegspriester könnt ihr hier in dieses Portal reingehen und dann kommt ihr zum Labyrinth. Ich nenne es jetzt mal Labyrinth. Da gibt es eine versteckte Truhe. Ist ein bisschen schwierig, das zu zeigen, deswegen habe ich aus dem Internet eine Map geholt. Und Credits sind natürlich in der Quelle verlinkt. Nun, auf dieser Karte, die ihr gleich seht, ist alles schön eingeblendet. Ihr seht also hier die gesamte Konstellation, wo die Punkte sind, um eine Platte zu aktivieren, in welcher Reihenfolge ihr das aktivieren müsst. Also 1, 2, 3, 4, 5 und dann seht ihr, wo in der Mitte dann die Kiste spawnt, um dahin zu gehen, um den Extra-Loot mit der versteckten Kiste zu holen.
Hier noch ein kleiner Hinweis, eine Platte ist relativ gut versteckt, da müsst ihr nämlich hochspringen, das ist die links oben, da könnt ihr auf diese Säulen springen, da müsst ihr nämlich durch den Durchgang, da ist die Tür noch verschlossen, ihr könnt also hier dann runter und da seht ihr dann die Platten. Wenn ihr sie aktiviert, müsst ihr eben in der richtigen Reihenfolge drauf. Das heißt, wenn ihr draufsteht und es ist grün, ist es die richtige Reihenfolge. Wenn es rot ist, ist es nicht die richtige Reihenfolge. Eigentlich relativ simpel. Das heißt, ihr stellt euch hin, sprecht dann ab, sagt, du gehst drauf, du gehst jetzt drauf, du gehst jetzt drauf. Das macht ihr eben alle fünf, so wie sie eingeblendet ist. Und wenn ihr alle in der richtigen Reihenfolge aktiviert habt, geht die Tür bei der versteckten Truhe auf. Da könnt ihr dann rein und den Extra-Loot holen. Das wäre hier der Fall. Hin zur Tür, aufmachen und extra Loot abstauben. Gut, das wäre im Grunde genommen schon die Labyrinthphase gewesen. Ich glaube, mit der Map findet man sich da zurecht. Es ist überall ein bisschen dunkel, man hat überall ein bisschen Sachen. Hier gibt es noch eine versteckte Statue. Das kommt dann eben aber in meinem Guide zu dem Katalysator von der boshaften Berührung in der Infokarte, dann, wenn ich soweit bin. Ja, ansonsten hier durchlaufen bis hin zu dieser Tür. Hier müsst ihr die Ritter töten und allesamt bei der Tür stehen. Und dann habt ihr die Labyrinthphase auch schon geschafft und den Extra-Loot noch abgestaubt. Wenn die Tür aufgeht, kommt ihr in die nächste Phase zu Golgoroth. Und wie wir den besiegen, schauen wir uns jetzt an. Nun gut, kommen wir zu der Golgoroth-Phase. Wenn ihr hier auf die Mitte schießt, auf diese Pfütze, die da oben ist, die fällt dann runter und dann startet ihr das Ganze. Aufgeteilt ist es in ein Viererteam, das Schaden macht, und ein Zweierteam, das die Wut zieht. Das Viererteam, das Schaden macht, hat hier oben die Halterung. Da tauchen dann nach und nach Pfützen auf. Wenn die runterfallen, kann man reinstehen und so macht man auf den Boss Schaden. Und das Zweierteam versucht, die Aggro von ihm zu kriegen, damit die unten stehen, nicht angegriffen werden. Das Ganze gehen wir aber am besten mal Schritt für Schritt durch. Wenn ihr also auf die Pfütze in der Mitte schießt, dann startet ihr das Ganze und der Boss taucht auf, sowie Feinde. Die Feinde müssen getötet werden und beim Boss müsst ihr aufpassen, dass der nicht direkt auf euch schießen kann. Versteckt euch also hinter den Säulen oder im Allgemeinen hinter den Objekten, dass er keine direkte Sicht hat und euch nicht wegschießt. Nun, wenn ihr die Feinde getötet habt, dann taucht ganz hinten eine Hexe auf. Die müsst ihr killen, denn wenn die tot ist, dann geht der Rücken von Golgoroth auf, also ein Crit-Spot, auf den man schießen kann. Die Wutzieher können dann die Wut ziehen, das erkläre ich nachher ein bisschen genauer. Schauen wir uns aber zuerst die vier an, die den Schaden machen müssen, die in die Schadensphase dann runter müssen. Die verstecken sich am besten hier bei der ersten Pfütze dahinter. Keine Sicht auf Golgoroth, dass die zwei Aggro-Zieher die Möglichkeit haben, die Aggro zu ziehen, das heißt wirklich komplett verstecken. Und wenn einer dann Aggro gezogen hat, also der anfängt, das steht dann unten links, könnt ihr runterspringen und die erste Pfütze kaputt machen. Das wäre jetzt der Fall, das heißt Pfütze zerschießen oder das Item oben, dass es eine Pfütze gibt, die fällt runter, steht da drin und ihr seht, ihr habt einen Schadensbuff und könnt auf ihn mehr Schaden machen. Wenn die Aggro dann gewechselt wird, dann könnt ihr die nächste Pfütze kaputt schießen, das wäre jetzt der Fall, das heißt schaut nach rechts oben und schießt die nächste kaputt, um die nächsten oder von der nächsten Stelle Schaden zu machen. Bei denen, die hier unten stehen, gibt es noch einen wichtigen Hinweis. Einer von euch vier oder die Schaden machen, die kriegen eine Bombe. Sieht man daran, dass das so ein bisschen grün wird, wie das hier der Fall ist. Damit müsst ihr zu Golgoroth rennen. Die explodiert nämlich und die Mitspieler würden sterben, wenn sie neben euch stehen. Das heißt, zu ihm hinrennen, dann macht ihr ihm Schaden und nicht den Mitspieler. Vom Ablauf her, ich glaube, man sieht es relativ klar, man macht immer die nächsten Pfützen kaputt, dann wieder Schaden auf ihn. Wenn jemand die Bombe hat, unbedingt zu ihm hinrennen, explodieren lassen, Zusatzschaden machen. Das ist vom Ablauf her für die Schaden machen, glaube ich, relativ klar. Ein kleiner Tipp hier noch, arbeitet mit Granaten, die Flächenschaden machen, damit ihr die kleinen Feinde, die ganze Zeit angreifen, wegmachen. Oder mit einem Bogen, um die anzubinden. Wenn es schwierig wird, könnt ihr auch sagen, wir stellen einen Mitspieler ab, der sich nur um die Feinde kümmert, die reinrennen. Geht auch, macht es so, wie es für euch am angenehmsten ist. Schadensphase technisch habt ihr jetzt dann gleich eine Phase durch. Das könnt ihr 3 bis 4 Mal machen, je nachdem wie schnell ihr seid. Dann würde er versuchen, euch alle zu killen. Und noch ein Hinweis, wenn ihr schon recht nah steht bei ihm, wenn ihr die Bombe kriegt, geht hinter ihn, damit ihr weit genug von den Verbündeten wegsteht und trotzdem die Bombe bei ihm noch zündet.
denn die zwei letzten Pfützen sind recht nah bei ihm. Gut, schauen wir uns die zwei noch an, die Aggro ziehen. Das funktioniert so, indem das ein Spieler hier bei der Brücke steht und der andere steht da, wo jetzt gerade Kiki Chris steht. Wir zwei stehen uns immer so gegenüber, dass wir immer den Rücken oder die Front von Golgoroth sehen. Man sieht es jetzt gleich, damit können wir nämlich die Wut hin und her ziehen oder den Blick von ihm. Funktioniert wie folgt: Wenn wir die Hexe getötet haben, schieße ich ihr ein bisschen auf die Füße, dass er sich zu mir dreht, dass mein Mitspieler direkt den Rücken aufschießen kann. Zack, hat er jetzt gemacht und jetzt hat er den Fokus. Die Schadensmacher können jetzt runter und Schaden machen und mein Mitspieler hat jetzt einen Timer drauf, das sieht man nachher gleich, wo er mir dann sagt, jetzt musst du übernehmen, er zählt das runter, 3, 2, 1, dann schieße ich den Rücken auf, das sieht man jetzt dann gleich, beziehungsweise schieße drauf. Jetzt habe ich den Blick und kann jetzt hier runterrennen. Das ist aus dem Grund wichtig, dass ich hier hinrenne, damit die Mitspieler den Bauch sehen. Das heißt, ich drehe ihn, weil er guckt mich ja an, drehe ihn so, dass die Mitspieler gut Schaden machen können. Jetzt sage ich 3, 2, 1, weil der Timer natürlich abläuft. Mein Mitspieler ist auf die Brücke gegangen, hat die Wut wieder gezogen und jetzt rennt er wieder runter, dass unsere Schadensmacher gut Blick auf ihn haben. Ist vom Ablauf her, glaube ich, relativ klar. Das heißt, der eine steht immer bei der Brücke und der andere steht dann, der gerade die Wut hat, steht so in Sichtlinie, dass sie Schaden machen können. Hier noch ein kleiner Tipp, am besten ein MG mitnehmen, denn ihr seht, Golgoroth versucht diese Axion Darts, diese Suche auf einen zu schießen und ein MG macht sich da ganz gut, hat viel Munition und man kriegt die Kugeln relativ schnell kaputt. So, das ist die Aufgabe von den Aggro-Ziehern und den Schadensmachern. Jetzt wisst ihr, wie beides funktioniert und das müsst ihr einfach so lange wiederholen, bis ihr genug Schaden gemacht habt, um ihn dann schlussendlich in die Knie zu zwingen. Das ist vom Aufbau her, wie es funktioniert. Bedeutet einfach runtergehen und schön in den Bauch schießen, Schaden machen. Eben ein Viererteam unten, ein Zweierteam oben und so kriegt ihr das ganz gut hin. Denkt dran, die Schadensphasen sind relativ lange, das heißt, nehmt Waffen mit, die über einen langen Zeitraum sehr, sehr hohen Schaden hervorrufen. Powerwaffen, die man da in kürzester Zeit raushaut, bringen nicht so viel. Dann die Feinde, die drumherum stehen, immer schön töten, am besten eben mit Granaten, die über Zeit wirken, sind ja viele Leibeigene dabei, viele Nahkämpfer oder eben Bogen von den Jägern, funktioniert relativ gut beides. Gibt hier übrigens noch einen Bug, wenn ihr Aggro-Zieher seid, empfiehlt es sich, nicht unsichtbar zu gehen, weil ansonsten kommt Golgoroth da nicht drauf klar. Da gibt es einen Spielfehler wohl scheinbar, dass wenn man die Wut hat oder den Blick von ihm hat und dann unsichtbar geht, dann kann es dazu führen, dass er den Fokus nicht mehr verliert, er kommt mit der Unsichtbarkeit nicht klar. Gut, das war's auch schon von dieser Phase. Ich wünsche euch viel guten Loot, viel Erfolg natürlich für die Phase. Und als nächstes kämen wir zu einer Sprungphase, wo es nochmal eine versteckte Truhe gibt. Gut, als nächstes gibt es nochmal eine Sprungphase mit einer versteckten Truhe, wie ich schon angedeutet hatte bei der Golgoroth-Phase. Nun, hier könnt ihr einfach weiter, müsst ein bisschen aufpassen, die Stellen, die hier rausspringen oder die versuchen euch runterzuschubsen, wollen euch natürlich killen. Ist zufällig. Hier gibt es aber eben eine versteckte Truhe. Wenn ihr hier rüberspringt, das ist relativ in der Mitte vom Gebiet, gibt es diese Flächen, die ihr aktiviert, wenn ihr den Geist nach vorne nehmt, wird es angezeigt und wenn ihr drauf springt, dann wird es aktiviert. Hier könnt ihr die versteckten Gebiete oder die versteckten Platten eben mit dem Geist sehen, springt nach und nach hoch, denn oben hat es eine Tür, da kann man rein oder einen Eingang und da ist noch eine zusätzliche Truhe mit zusätzlichem Loot. Eigentlich relativ einfach hier hinzukommen, wenn man weiß, dass es das gibt. Hier, wenn ihr euch umdreht, seht ihr, da kann man rein. Wenn ihr hier reingeht, dann ist ganz hinten die wunderschöne Truhe. In Destiny 1 hat man sie die Exo-Truhe genannt, weil die Leute geglaubt haben, dass hier häufig eine Exo rausdroppt. Ob es wirklich der Fall ist, weiß ich bis heute nicht. Aber nennen wir sie einfach mal die Exo-Truhe, die ist hier oben. Ja, noch ein bisschen Nachwirkung aus Destiny 1. Gut, dann könnt ihr eigentlich wieder zurück und um durch das Gebiet weiterzukommen, könnt ihr hier natürlich nochmal die Platten aktivieren. Und hier in der nächsten Phase habt ihr 4 Stellen, wo ihr draufstehen müsst. Man kennt es ja schon. Und wenn ihr hier draufsteht, dann aktiviert sich so eine kleine Brücke.
Im nächsten Gebiet ist dann wieder eine Stelle, wo eine Brücke aktiviert wird. Dann an der dritten Stelle und an der vierten Stelle, wo jetzt der letzte Mitspieler hingeht. Und wenn ihr auf allen vier Platten steht, dann festigen sich die Brücken sozusagen und dann können alle Spieler durch. Hier müsst ihr also ein bisschen aufeinander warten, um die Brücke zu aktivieren, damit man hier normal durch kann. Gut, wenn die Brücke aktiviert ist, wenn sie gefestigt ist, ich sag's mal so, dann können alle Spieler drüber, Stück für Stück, und dann an der Stelle hier, also am Ende von diesem Sprungpuzzle, hochklettern, wie man es am Anfang schon gemacht hat, beim Runtergehen. Wenn alle Spieler dann hier oben versammelt sind, geht die Tür auf, man kann weiter, ich muss da nicht viel erklären, es ist relativ linear, ein Stückchen weiter muss man dann hochspringen, und wenn ihr das geschafft habt, müsst ihr alle oben stehen, dann geht die Tür auf und dann kommt ihr zur Hexenphase. Wie das funktioniert, erkläre ich jetzt. Also dann die Hexenphase, wie das funktioniert, die beiden hier wegzumachen. Gibt ein paar Tricks, auch um den Schaden ein bisschen nach oben zu hauen. Das schauen wir uns alles hier Schritt für Schritt an. Das Gebiet ist folgendermaßen aufgeteilt, wie ihr hier sehen könnt, habt ihr vier Platten. Wir haben die benamselt mit R1, R2. Das heißt, wenn ihr da, wo das Geist-Symbol ist, den Eingang habt, dann habt ihr die rechte 1-Platte, die rechte 2-Platte hinten, dann links 1, links 2. Wir haben es so aufgeteilt, damit wir wissen, welche Platte jetzt aktiviert werden muss und welche gerade aktiv ist und so. Das hier braucht ihr übrigens auch für die nächste Phase bei Oryx. Das heißt, die Platten müsst ihr euch merken, wie sie heißen. Wir fanden es so relativ angenehm. Denn es ist folgendermaßen. Auf einer der Platten steht ein Ritter. Das ist der hier links. Wenn ihr auf die Platte drauf geht, dann zeigt es euch, ich mache hier mal ganz kurz Stopp, an, wo die nächste Platte ist, die ihr aktivieren müsst. Da ist nämlich das Symbol oben drüber. Das heißt, ihr sagt dem Mitspieler, in dem Fall jetzt, R2 ist die nächste Platte und da springt dann einer drauf. Währenddessen ihr die erste Platte aktiviert, wird ein Spieler unsichtbar bzw. kriegt einen Buff und mit diesem Buff könnt ihr dann bei den Platten, die aktiviert werden, zwischen den beiden Stellen, das sieht man dann gleich, kann der Spieler da drüber springen und oben den Buff holen, den man eben von hier aus sieht. Wichtig hier ist, es spawnen relativ viele Scharfschützen, nehmt also ein paar Distanzwaffen mit, um die wegzumachen. Und wenn der unsichtbare Spieler das eine Symbol geholt hat, dann muss man von den Platten wieder runter, irgendwo spawnt wieder ein Ritter, da muss ein Spieler drauf und er sagt dann, wo die andere Platte ist. Mein Mitspieler beispielsweise, der steht jetzt bei L2 und sagt mir gleich R1 startet, also eben hier diese Platte. Ich springe drauf und der Spieler, der den Buff hat, und das zeige ich nachher noch ein bisschen genauer, kann jetzt über die Flächen springen, die wir damit aktivieren, kann den Buff oben holen, sagt, er hat den Buff und geht dann wieder runter. Jetzt bin ich beispielsweise der Buffträger, das heißt, ihr seht, ich habe hier dieses Schwarz-Weiß und eben den Buff. Kann also dahin, wo der Ritter gestartet hat, hier wieder das gleiche, der eine startet, der andere sagt, da geht's weiter, beide Platten werden aktiviert und ich kann dann mit meinem Buff hier hochspringen. Das müsst ihr dreimal machen und beim dritten Mal könnt ihr dann den Buff nehmen und einen der Schilde der Hexe wegmachen. Hier empfiehlt es sich immer auf die Hexe zu gehen, die schießt, denn wenn ihr die nicht tötet, dann könnt ihr trotzdem weitermachen. Wenn ihr aber auf die andere Hexe geht, die sinkt, dann wird es ein bisschen schwierig, weil die wird euch direkt töten. Hier in der Schadensphase empfehlen sich Raketenwerfer, Warcliffe-Spule beispielsweise. Der Exo-Raketenwerfer ist wahnsinnig gut. Gialehorn macht sich tatsächlich auch recht gut. Viele Raketenwerfer mit Zielsuche halt, was es einfach macht, auf die Hexe loszugehen. Hier machen wir gerade noch einen Fehler, aber es ist gut, damit ich es zeige. Wir müssen unbedingt stehen bleiben bei dem Spieler mit dem Buff, denn die andere Hexe, die Sängerin, die vollführt jetzt ihren Gesang, sage ich mal, und tötet alles, das nicht den Buff hat oder nicht im Buff steht. Denn von der Hexe, die geschossen hat, kriegt man eben so einen schützenden Buff und da müsst ihr kurz warten, bis die das durchgesungen hat. Gut, im Grunde genommen wäre es das auch schon. Kleiner Hinweis hier noch, die Hexe, die sinkt, wenn ihr auf die losgeht, müsst ihr die auch sofort töten. Wenn ihr sie nämlich nicht tötet, dann schafft sie es euch direkt zu killen. Was ihr also machen könnt, um es ein bisschen zu vereinfachen, wenn der Schaden nicht passt, auf die Hexe losgehen, die schießt.
sie aber nicht töten, dann tauschen die nämlich die Position. Das heißt, die Hexe, die jetzt geschossen hat, wird zur Sängerin und die andere fängt an zu schießen. Und dann könnt ihr beide immer so ein bisschen schwächen und über 4 Phasen oder über 3 Phasen zum Beispiel dann töten. Funktioniert ganz gut, falls der Schaden eben nicht passen würde. Aber so wäre diese Phase aufgebaut mit den verschiedenen Positionen auf der Map. Merkt euch also eben R1, R2, L1, L2 und dann dürfte das eigentlich klappen, so wie ich es gerade gezeigt habe. Guten Loot und viel Erfolg. So und zu guter Letzt schauen wir uns noch Oryx an, den Endboss. Den aktiviert ihr im gleichen Gebiet, wo die Hexen sind. Wenn ihr vorne zu dieser Kugel hingeht, dann taucht der böse Bube auf. Nun, wir schauen uns an, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr ihn holt, müsst ihr Feinde töten, dann spawnen Ritter auf den Flächen, die ihr ja schon von der Vorphase kennt. Das heißt, die müssen weg, die Ritter müssen alle sterben auf allen 4 Platten. Wenn die weg sind, dann bewegt sich nämlich Oryx. Das sieht man gleich. Auch hier, das was ihr in der Vorphase gelernt habt, wird hier wieder angewendet. Das heißt, ihr müsst wieder über diese Platten springen. Zudem gibt es aber noch Ogre, die ihr töten müsst. Das Ganze gehen wir hier mal Schritt für Schritt eben durch. Die Ritter sind tot, Oryx bewegt sich und da, wo er das erste Mal zuschlägt, da fängt es an, wie in der Hexenphase. Die Platte, da muss man drauf springen, ein Spieler wird dann wieder unsichtbar bzw. kriegt den Buff und, wie eben schon in der Hexenphase erklärt, sagt jetzt zum Beispiel der Spieler auf L2, der jetzt aktuell draufsteht, an, wo der nächste Spieler drauf muss und dann macht man wieder genau das gleiche wie in der Hexenphase, auch hier 3-mal. Damit man dann ein Item kriegt, einen Buff, um von einem Ritter den Buff zu klauen. Das schauen wir uns aber auch gleich an. Gut, das heißt, der Mitspieler sagt, es ist R1, da steht jetzt ein Spieler drauf, ich bin mal mitgegangen und so funktioniert es eben. Ein Spieler wird zufällig wieder unsichtbar, wie man schon kennt. Ich zeige das hier trotzdem nochmal. Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo ich es jetzt geworden wäre. Einfach, dass ich es visuell noch gezeigt habe und vom Aufbau her exakt gleich wie in der Vorphase bei den Hexen. Draufspringen, Buff holen und das Ganze 3-mal wiederholen. Ich rutsche runter, sage meinen Mitspielern runtergehen, damit die nächste Stelle aktiv gehen kann und dann machen wir das eben 3-mal wie schon erwähnt. Gut, ich glaube, das mit dem Buff ist relativ selbsterklärend, man kennt es ja schon aus der Vorphase. Was hier sich jetzt noch ändert ist, wenn Oryx zuschlägt, dann spawnen 4 Ogre und dazu noch 4 Ritter. Das schauen wir uns jetzt an. Von da aus, wo er schlägt, gegen den Uhrzeigersinn, spawnt dann der erste Ogre. Das ist dieser hier. Die müssen wir töten, die hinterlassen eine Fäule, da komme ich später noch dazu. Und wenn wir den getötet haben, spawnt auf der Gegenüberseite, also eben da, wo ich hingeschossen habe, ein Ritter, der versucht, diesen Buff zu holen. Das heißt, jetzt, ich zeige es nochmal, auf der anderen Seite, L1 und R1 sind die schon gespawnt, wurden von den Mitspielern getötet. Nun, der Ogre muss weg, der Ritter muss weg. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Buffs, also den hier, den ich jetzt einblende, rot umrandet, das ist der Buff, den Ogre hinterlässt. Und der Ritter versucht, den aufzuessen sozusagen. Den Buff brauchen wir nämlich, um Oryx zu stunnen, um die Schadensphase einzuläuten. Das zeige ich dann, wenn es soweit ist. Hier schauen wir uns aber zuerst mal kurz an, wie wir überhaupt zur Schadensphase kommen. Wenn wir das 3-mal gemacht haben, also dieses Item oben holen, dann, man sieht es gerade unten, spawnt ein Ritter, also nach einer bestimmten Zeit, man muss recht schnell sein. Der Ritter hat ein Immunschild und dieses Immunschild kann man mit dem 3. Item, das man hier oben holt, klauen von ihm. Das heißt, ich mache das, ich springe hin, klaue das Item und töte noch den Ritter. Und jetzt habe ich so eine, ja, so ein Schutzschild um mich herum, bin auch immun, kann keinen Schaden mehr kriegen und alle Verbündeten, die drinstehen, ebenfalls. Und jetzt würde Oryx einen Zauber machen, der uns alle tötet oder eine besessene Fähigkeit. Da aktivieren wir die Kugeln, um ihn zu stunnen. Das zeige ich nachher visuell auch noch ein bisschen genauer. Und wir schießen auf den Bauch. Einen kompletten Run, wie das funktioniert nachher noch im Einzelnen, dass man den ganzen Ablauf mal gesehen hat. Aber die einzelnen Phasen kurz erklärt, ist schon noch wichtig. Ich hätte jetzt den Buff gehabt. Das macht jetzt in dem Beispiel hier ein anderer Mitspieler. Ito, der rennt jetzt hoch, holt das und ich zeige euch mal schnell, wie man das mit den Kugeln aktiviert. Denn jeder Spieler hat eine Kugel, also 4 Spieler meine ich, und die machen sich bereit. Wenn Oryx zuschlägt, dann steht links, Oryx ruft die Dunkelheit. In dem Moment müssen alle 4 Spieler reinstehen
und wenn dann links steht korrumpiertes Licht gesprengt, also zum Beispiel also bei mir Nexus hat ein korrumpiertes Licht gesprengt, wissen wir, ich habe meine Kugel aktiviert. Die anderen wissen auch, sie haben ihre Kugel aktiviert. 4 von diesen Kugeln explodieren und dadurch lassen wir die Schadensphase möglichst lange. Hierbei ist wichtig zu sagen, wenn beispielsweise einer dieser Lichtfresser Ritter eine Kugel gefressen hat, ist diese Schadensphase etwas kürzer. Das heißt, je mehr Bomben ihr explodieren lassen könnt, desto länger ist diese Schadensphase hier. So, jetzt erklären wir noch die letzte Sache, die zu erklären ist und nachher gibt es einen ganzen Lauf. Wenn wir ihm also die Schadensphase oder Schaden gemacht haben in der Schadensphase, geht er zurück und dann gibt es 2 Dinge, die er tun kann. Entweder er geht nach hinten und dann lässt er Meteoriten vom Himmel fallen oder so Explosionen, sage ich mal, zündet er. Hier ist es wichtig, dass ihr schön einfach ein bisschen in Bewegung bleibt. Wir hatten es so aufgeteilt, dass jeder Spieler, der bei seiner Säule eingeteilt ist, denn wir haben einen Spieler bei R1, einen Spieler bei R2 und so weiter und so fort, einen Ersatzspieler, der tauscht, falls jemand getauscht werden muss, und einer, der sich um die Ads und ein bisschen um die Ogre kümmert. Und so ist jeder bei seiner Fläche, kann ein bisschen rumrennen und wird von den Bomben nicht getroffen. Das heißt, hier heißt es einfach rennen, 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 ausweichen und überleben. Bis er damit aufhört und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das zweite, was er machen könnte nach der Schadensphase, ist folgendes. Es kann sein, dass er dann an Ort und Stelle bleibt, also in der Mitte, und dann holt er eine besessene Kugel oder eine besessene Stelle, wo er dann alle Spieler versucht rein zu teleportieren. Die Spieler, die außerhalb sind, müssen unbedingt die Feinde hier töten, denn die versuchen ebenfalls in die Kugel reinzugehen und die Spieler in der Kugel zu töten. Und Oryx teleportiert nach und nach Spieler in die Kugel hinein, wo es ein kleines Schatten-Ebenbild von ihm gibt, das sieht man gleich. Der versucht euch zu killen, der hier. Dem müsst ihr viel Schaden zufügen, so viel Schaden, bis er tot ist, und dann könnt ihr euch wieder aus dieser Kugel heraus teleportieren. Wenn es Oryx aber schafft, alle Spieler hier rein zu teleportieren und nach einer bestimmten Zeit ihr seine Schattengestalt nicht zu töten, dann würde die hier sterben. Das heißt, Schattengestalt töten, rausgehen und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Gut, und weil die ganzen Schritte im Einzelnen ein bisschen schwierig sind, um da einen Überblick zu behalten, schauen wir uns das Ganze mal in einem Lauf an, bis wir zu einer Schadensphase kommen. So. Das heißt, wir haben theoretisch vorhin schon eine Schadensphase durch. Überall sind jetzt die Feinde, wir töten die, machen die fertig und dann bewegt sich Oryx. Auch hier wieder, wenn Oryx die erste Fläche aktiviert, ist es so, dass zufällig ein Spieler unsichtbar wird, den Buff kriegt, deswegen haben wir einen Ersatzspieler. Ihr seht also beispielsweise, bei jeder Fläche steht ein Spieler, die sind fest eingeteilt, das heißt einer bei R1, R2, L1 und L2 und das sind die, die für die Fläche zuständig sind und zusätzlich für die Ogre, die Ritter und am Ende auch um die Bomben zu explodieren. Kann natürlich aber sein, dass einer dieser Spieler unsichtbar wird und den Buff kriegt. Ich bin aktuell Ersatzspieler, das heißt, ich würde dann mit der Person tauschen, die sagt mir also, R1 muss getauscht werden, weil er den Buffträger übernimmt oder er der Springer ist und dann würde ich an die Stelle gehen. Und der 6. Spieler, der hilft einfach aus, der tötet Feinde, schaut, dass alles ein bisschen ruhig ist, versucht die Ogre zu killen, versucht die Ritter zu killen, damit die Kugel nicht fressen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Aufteilung. Feinde töten, Ogre töten, Ritter töten und dann immer wieder auf die Fläche stehen. Die allererste Phase, wo ihr hier hochspringen müsst, ist die stressigste, weil da tauchen die Ogre auf, da tauchen die Ritter auf, diese hier. Wenn ihr die Ogre und die Ritter aber weg habt, dann ist es relativ entspannt. Müsst also nur noch die letzten Flächen aktivieren. Eben 3-mal müsst ihr hochspringen. Die Mitspieler machen das gerade, da wird schön kommuniziert. Das heißt, er steht bei R1. Der Buffträger geht zum Beispiel hin, springt dann hoch. Ja, so wie ich es vorhin eigentlich erklärt habe. Gut, R2 wäre jetzt dran. Das wäre sogar schon das 3. Mal, wo wir hochgehen. Der Mitspieler, der den Buff hat, steht hier. Geht gleich hoch. Ihr seht, der Ritter ist schon da mit seinem Immunschild. Mitspieler springt hoch, holt den Buff und dann stellt er sich in die Mitte und die Schadensphase können wir dadurch einläuten. Da ich ja Ersatzspieler bin, habe ich jetzt den ersetzt, der bei R2 ist.
Das heißt, ich achte mich auf Oryx. Alle Spieler stehen schon ready bei ihrer instabilen Ladung oder der Bombe, wenn man sie so nennen möchte. Stehen rein, wenn unten steht Dunkelheit oder eben wenn er zugeschlagen hat. Und dann rennen wir wieder zurück, wenn unser Name steht und wir das gezündet haben. Hämmern ihn so zurück und können die Schadensphase einläuten. Hier empfehlen sich aktuell natürlich Schadensverstärker, eben wie die Göttlichkeit, die buffe ich gerade spiele, die Exo, dann alles, was ein bisschen auf Distanz gut Schaden macht, ein Scharfschützengewehr zum Beispiel oder Linearfusionsgewehre, wenn sie gerade stark sind, je nachdem wie es gepatcht ist, und ihr könnt über die Schadensphase dann ordentlich Schaden reinbrettern. Gut, wenn ihr ihn dann auf dem letzten Viertel seiner Lebenspunkte habt oder im letzten Bereich, der Final Stand, wie man das so schön sagt, das heißt, das wäre jetzt hier der Fall, wir machen das wieder, weiter, bekämpfen ihn nochmal und dann kommen wir zu der Phase, wo wir dann in den Final Stand kommen. Gibt es noch was Wichtiges zu sagen, denn da können wir ihn auch zweimal noch zurückschrecken lassen. Ich lasse es mal ganz kurz komplett durchlaufen, dass ihr einen Überblick habt. Wir schrecken ihn hier also nochmal zurück, kommen dann in die letzte Phase, wo wir Schaden machen, in den Final Stand. Hauen ihn hier also runter und jetzt haben wir den Final Stand. Wenn das der Fall ist, zieht er sich in die Mitte zurück und rechts und links spawnen jeweils Ogre. Auch hier wieder mit dem Buff, den wir explodieren lassen können, müssen wir hier an der Stelle auch wieder machen. Das heißt, ich töte den rechts, renne hin, links spawnt auch nochmal einer, meine Mitspieler töten ihn und ich gehe rein, bin jetzt hier in dem Beispiel sogar ein bisschen früh, wenn wieder links steht, Dunkelheit ist aktiv. Da kann man sich dran festmachen. Geh in die Mitte, ins Immunschild, ich lasse ihn zurückschrecken und ihr seht, links steht auch schon eine Bombe aktiv. Geh da auch rein, hätte auch ein bisschen warten können, bis wieder steht, dass er die Dunkelheit ruft. Und dann haben wir ihn down. Das wäre eigentlich die komplette Phase, wie ihr den Boss Oryx tötet. Ich hoffe, der Guide war verständlich und übersichtlich. Wenn ja, lasst sehr gerne Feedback da, dass ich weiß, dass der Guide in dem Format gut war. War ein gutes Stück Arbeit, aber ich hoffe, dass das dem einen oder anderen hilft, der noch nicht so viel Erfahrung mit dem Oryx Raid hat und so, oder Königsfall Raid, und so die einzelnen Phasen jetzt kennenlernen durfte. Gut, das war's auch schon von dem Guide. Lasst eben einen Kommentar da, lasst sehr gerne Feedback da, lasst ein Like da und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.